Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und herzlich willkommen hier bei Hunter und Kron. Ist wieder einmal soweit. Pete und ich, der Alex. Moin. In Let's Play-Stimmung. Juhu. Wir haben uns hier einen Schmankel rausgesucht. Der Pete hat nämlich in Essen fleißig nach tollen neuen Sachen geschaut. Genau, und hier haben wir nämlich von den beiden neuen Designern. Lass es uns mal angucken, was steht hier. Gerald Assini und Ferran Renalias. Die beide Doktor der Mathematik sind. On the Origins of Species. Bist du betrunken etwa? Oder schaukelt das Boot zu sehr? Das Boot schaukelt zu sehr. Die Biegel schaukelt zu sehr, genau. Wir sind hier nämlich in den Galapagos-Inseln und sind auf den Wegen des Herrn Darwin von unterwegs. Charles Darwin, genau. Der hier steht drauf im Alter von 22. Ja. Der wurde, das heißt, wir sind schon ein bisschen älter. Ja, der wurde per königliches Siegel wurde gebeten, mit auf dieses Schiff zu kommen. Und diese hat er genutzt, diese Chance. Und das hat ihn eine schöne Reise eingebracht, die wir auch gleich bestreiten werden. Das werden wir also tun. Wir werden hier mit diesem schönen Brett, die Beagle startet aber immer noch in Südamerika, eine Reise unternehmen, die entsprechend der gestrichelten Linie langfährt. Und dieses ist der Zeitcounter. Immer wenn es hier so einen roten Pöppel erreicht, machen wir eine Zwischenwertung. Und ihr seht, wir haben noch nicht viel erforscht. Das heißt, wir wissen noch nicht viel von der Gegend hier. Das heißt, wir werden erstmal gucken, dass wir ein paar Ressourcen zusammenstellen. Dafür haben wir halt ein paar Cubes. Und dann, wie ihr hier seht, sind die Spezien, die wir erforschen können. Und dementsprechend auch Punkte machen. Weil am Ende so ein Spezi, so ein Paulaner Spezi. Es gibt aber auch die normale Mischmasch und andere Spezi in Berlin. Du Paulaner, Mann, du. Und ihr seht hier oben die Siegpunktleiste, die nett mit kleinen Schildkröten voll cool. Ist. Und Peter hat gesagt, das Ziel ist, ich muss mindestens über 30 Punkte kriegen. Das habe ich nicht gesagt, das denkt er sich gerade aus. Aber die gibt es ja nicht ohne Grund. Und wie alles miteinander kombiniert, werdet ihr einfach im Let's Play sehen. Das Spiel war in Essen auch ausverkauft von den Montaber Jungs, aber haben anscheinend gute Verhandlungen geführt, denn wir haben gesehen, es gibt derzeit sogar einen Kickstarter für die englische Version. Ja. Wird auch nach Deutschland geliefert und wie ihr seht, das Spiel ist an sich relativ ist nicht nur relativ, es ist sprachneutral, außer die Anleitung. Ja. Und das könnte man dann eigentlich auch so spielen. Der Kickstarter sollte noch laufen. Guckt einfach mal auf Kickstarter On the Origins of Species, tippert es da einfach mal ein. Und wenn ihr da Bock habt, da gibt es, glaube ich, noch ein paar andere nettere Holzmarker. Bis zur ersten Woche im Dezember oder so. Ja. 25 Tage von jetzt. Jetzt wisst ihr also, wann das aufgenommen wurde. Wenn ihr das zurückrechnet. Genau, und wir zeigen euch jetzt mal, was es hier geht und ob ihr darauf Bock habt, das könnt ihr selber entscheiden. Genau. Ich überlege gerade, wenn hier auf dem Board der erste Tag, der 14.09. ist, dann ist jetzt gerade mein Geburtstag hier, glaube ich, an dieser Zeit. Hey, Geburtstag für alle! Damit bist du auf jeden Fall Startspieler. Ich bin Startspieler, verdammt. Und dafür kriege ich den Punkt umsonst. Na, super, Peter, das ist ja schon wieder glorreich. Das Spiel ist für 2 bis 4 Spieler. Ja, also auch spielt sich sehr flott in jeder Spielerzahl. Wir spielen die nicht familienfreundliche Variante, das heißt, wir spielen mit Karten. Und was die dann entsprechend machen. Auf jeden Fall spielen wir mit Karten. Ja. Jeder von uns, ich zeige euch das mal, hat hier am Anfang 8 kleine Wooden Cubes. Ja? Und das sind jetzt gleich, könnte man sagen, sowas wie Entdecker oder Erforschungsmarker, die wir dann in Ressourcen auch umwandeln werden. Und ich bin jetzt dran, hast du gesagt, Peter. Ja, du hast ja Geburtstag. Ich bin dran und ich darf jetzt entweder hier auf diese vorhandenen Plättchen Cubes einsetzen, nämlich 2 an der Zahl. Oder ich könnte, wenn da schon Ressourcen liegen würden, diese auch ausgeben, um mir hier so ein weiteres Spezi oder so ein Plättchen zu nehmen. Und jetzt gucke ich gerade mal, was da so geht. Ich gehe auf jeden Fall erstmal hier einmal auf diese Blume, glaube ich. Ja? Nehme mir eine grüne Ressource damit und dann gehe ich hier auf einmal auf. Ja, diese Pflanze, das ist relativ klein. Irgendwie steht da wahrscheinlich sogar der lateinische Fachbegriff, man weiß es nicht. Die Akazie ist das. Ach, eine Akazie, okay. Genau, das war jetzt schon mein Zug. Und hast du schon was rausgekriegt? Das war eine krasse Nummer. Irgendwas? Hast du schon was rausgekriegt? Naja, ich weiß auf jeden Fall, dass hier Blumen und Sträucher wachsen. Da habe ich schon mal ein Buch gelesen. Ich gehe mal ein bisschen tauchen für das Wasser, damit wir die Korallen mal angucken. Ja.
Und ich muss ihn ja woanders einsetzen, wurde mir gesagt. Ja, du hast gesagt, ganz wichtig, Alex. Richtig. Nicht zwei ja, auf einmal kann, auf sonst die. Sonst kann ich ja beide auf blau und dann. Ja, und dir das gleich cashen. So. Genau, nicht, und das wollen wir ja nicht. Ich gebe mir hier nochmal die Kalandrianer angucken. Gut, und dann bin ich schon wieder am Zug. Ich könnte jetzt, wenn es was für zwei Ressourcen gäbe, aktuell kostet das hier zwei blaue Ressourcen. Ich habe aber keine zwei blaue, ich habe nicht mal eine blaue Ressource. Deswegen werde ich jetzt wieder auf grün gehen und auf blau. Du bist ein Vogel. Zack. Naja, noch bin ich nicht der Vogel, aber gleich werde ich der Vogel sein, glaube ich. Du willst ein Vogel werden? Ich will ein Vogel werden, ja. Du bist mir ein Vogel. Ich bin so richtig so ein Vogel. Dann nehme ich hier einmal grün und einmal blau. Nee. Super, Pete. Ah, jetzt hat er sich nochmal kurz... Habt ihr diese Dramatik gespürt gerade? Ja, sehr schön. Ich schau mal. So, und jetzt möchte ich gerne dieses Plättchen hier... ich wollte schon claimen. Erkunden dann, heißt es. Erforschen, erkunden oder sowas. Nee. Und jetzt seht ihr hier, was... Das kann man, ja. Entdecken. Entdecken. Du hast eine neue Spezies entdeckt. Ich habe eine neue Spezies. Das ist dieser komische kleine Piepmatz hier, wo ich auch noch nicht weiß, wie er heißt. Ich könnte ihn selber benennen. Das ist der Alex Bird. dafür brauche ich zwei grüne... Zwei grüne Ressourcen. Eine Luft, also eine gelbe Ressource und zwei beliebige. Und darunter wird dann immer angegeben, was man bekommt. In dem Fall werde ich zwei Siegpunkte bekommen. Ich darf mir eine gelbe oder grüne Karte aussuchen. Ich darf noch so eine zusätzliche Karte vom... So eine Beagle-Karte. Eine Beagle-Karte. Und die Beagle wird sich jetzt weiter bewegen, nämlich auf den 14.09. Und jetzt kommt so ein bisschen der Clou, wie denn das Ganze hier platziert wird. Ihr seht ja überall diese freien Felder. Und ja, ich muss jetzt insofern dieses Plättchen angrenzend zu den Feldern bauen, wo ich auch Ressourcen entferne. Und das ist, glaube ich, der Kniff gerade so im späteren Verlauf. Ich habe ja hier eine gelbe Sache. Ich glaube, ich platziere das Ding. Ich könnte es hier jetzt platzieren. Du musst mir dann, also du kannst viel erzählen. Ja, aber ich platziere es mal hier, weil ich, Pete? Du musst mir mal erklären, wie du 5 Ressourcen mit 4 Cubes bezahlst. Oh nein, ich Typ, ich hab's vercheckert. Ja, du hast ja ganz recht. Ja, ja. Aber ich wollte euch das schon mal erklären und jetzt kennt Pete meinen Plan, den hat er natürlich schon vorher irgendwie konnte. Aber okay, ja, Pete, du hast voll recht. Ich lege erstmal noch ein paar Ressourcen. Also, vergesst so fast alles. Nein, was ich gesagt habe, stimmte letztendlich schon. Aber ich gehe hier hin und hier hin. Oder was? Da brauche ich noch mal mehr. Da brauche ich mehr Zeug. Hätte das mal erforscht, dann hätte ich mich schon mal auf das schöne Plättchen was legen können. Ja, hättest du machen können. Hätte. So, okay, dann ich bin quasi einmal, das war der Blick in die Zukunft. Ne? Das ist meine Gedanken da, visualisiert. Ja. Aber... Jetzt kann Pete kann ein Plättchen bauen. Okay. Hier beim Korallen erkunden. Ja. Habe ich hier... Ich verstehe das allerdings nicht, dass du beim Korallenerkunden Käfer gefunden hast oder ist das ein Wasserkäfer? Das ist das Galapagos. Das kann ich auch mal aussprechen. Dann zeig uns das doch mal, vielleicht könnt ihr es aussprechen. Auf jeden Fall ist Darwini. Darwini ist der muss ein kleiner Käfer sein. Weil Darwini. Ja, okay. Das sei jetzt mal dahingestellt. Genau. Und ich brauche zwei blaue, wie ihr gesehen habt. Die zwei blauen nehme ich von hier. Ja, und jetzt darfst du um dieses Plättchen herum bauen, genau, oder? Ich habe nur von diesem Plättchen bezahlt. Das heißt, es muss nur angrenzend an dieses Plättchen sein. Und jetzt packt es doch mal hier hin, damit wir gleich mal sehen, wie überbaut werden kann. Ja, das mache ich ja selber. Ah. Kriege also einen Siegpunkt. Kriege eine blaue Karte. Blaue Karten sind immer offen. Wollen wir die auch nochmal kurz im Detail zeigen, die blaue Karte? Ja. Dann ihr seht, ich habe also ein Fischernetz bekommen, was mir, wenn ich sie benutze, zwei blaue Ressourcen bringt. Ja, ich finde die Illustration auch sehr schön. Und für euch, Pete stellt die mal hier in seinen Kartenhalter. Wie gesagt, die Infos sind offen und die Karten, die werden einfach einmalig benutzt. Wenn er die verwendet, dann
Die sind Legacy-Style werden die gleich werden nicht verbrannt. Nein, die werden einfach Legacy-Style gebe ich dir dann. Das ist Legacy. Das, so, dann fährt aber die neue Brettspiel. Dein Geburtstag ist übrigens vorbei. Das ist der 14.09. Ja, weil wir natürlich auch mit der Beagle wieder eins fahren. Und dann dreht sich dieses Plättchen um. Und wir sehen den Darwini. G. Darwini nennen wir ihn jetzt einfach mal. Der G. Darwini. Und jetzt kann natürlich auch Cubes draufgelegt werden und jeder Cube ist wie bei der Corona auch ein. Okay, ich habe jetzt 6 Ressourcen und jetzt mache ich Halt. Ah, jetzt geht's ja neu, jetzt geht's ja in weiter. Genau, jetzt müsste man sich entscheiden, man muss dieses Board auffüllen und entsprechend sucht man sich einen der beiden offenen aus. 4 oder 2. Ich nehme mal hier diese Schlange. Und das ist ja so, das wird jetzt geguckt, wo ist die nächste. Wo würde es sich einsortieren? 2 ist also sein Kumpane, der rutscht dann nach unten, weil der schon länger da ist und geht halt. Ja, was macht das überhaupt für Sinn? Hier oben seht ihr diese 3 Felder, die haben so eine Karte an der Seite, die kann man nicht normal erkunden, da braucht man spezielle Karten für, deswegen macht diese Reihenfolge so ein bisschen Sinn. Pete, jetzt habe ich ja die Möglichkeit, vielleicht sogar diese Schlange, ich bin ja eigentlich mehr der Schlangenmann. Mist, jetzt willst du mir doch nicht die Schlange streitig machen. Ja, ich glaube, ich nehme die Schlange, Pete. Ach, ich deine Schlange. Ich nehme die Schlange. Schade. Und wir zeigen die euch hier auch nochmal kurz im Detail, auch ähnlich wieder aufgebaut. Die Ressourcen, die Sachen, die es da drunter gibt. Und jetzt werde ich die Schlange, ich baue mal die Schlange, glaube ich, hier hin, weil ich nehme einen Cube für Blau, dann nehme ich 2 für Grün und noch 2 beliebige. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel auch einen blauen nehmen oder den, aber ich nehme, glaube ich, ich behalte einen blauen, so setze ich mir dahin. Die kommt zurück in meinen Vorrat. Jetzt bekomme ich 2 Siegpunkte. 1-2. Pete hatte ja schon einen Punkt mehr als ich. Was hast du für? Du hast dir eine blaue Karte genommen, Pete? Oder? Ja, ich hatte nicht die Wahl. Ich konnte nur eine blaue Karte nehmen. Du konntest nur eine blaue Karte nehmen. Dann nehme ich mal eine. Und wie gesagt, die Kartenarten sind immer ähnlich. Das heißt, das sind immer die Ressourcen drin. Die Farbe angeben, also gelb in gelb, blau in blau und grün in grün. Es sind die entsprechenden Bücher, die wir für die Endwertung brauchen in den entsprechenden Stapeln. Ja, das können wir euch vielleicht auch nochmal ganz kurz zeigen. Hier diese Bücherkarte, genau. Das ist jetzt auch quasi aus einer Anzahl von unterschiedlichen Möglichkeiten. Hier geht es jetzt darum, Dreier-Sets zu sammeln. Für jedes Dreier-Set aus grün, blau und gelb gibt es dann am Ende 5 Punkte. Und ja, okay. Dann, die 2 Siegpunkte habe ich mir gegeben. Ich überlege jetzt, ob ich, nehme ich eine blaue Karte, eine blaue, doch, ich nehme auch mal eine blaue Karte. Zeigen wir euch hier. Das sind 2 blaue Bücher. Mhm. Und dann darf ich mir noch eine Karte von diesem Stapel hier nehmen. Und da nehme ich, glaube ich, schon mal, ein grünes Buch. Dann habe ich schon mal letztendlich einmal blau und einmal grün. Das ist fast schon ein Set. Ne? Okay. So, dann wird die nachgelegt. Die Beagle fährt natürlich um 1. Die Beagle fährt auch um 1, weil das auch auf dann der dann dreht sich das hier Karte um. War. Genau, dann dreht sich es um. Und jetzt darf ich wieder entscheiden, möchte ich diese krasse Schildkröte nehmen oder eine Krabbe. Und damit rutscht quasi so ein krasses Teil raus oder eine Krabbe. Die Krabbe würde blau, Feder und was hast denn du da? Ich nehme einfach mal die Krabbe. Ich nehme die Krabbe. Die kommt auch wieder an diese Position hier. Zack. Krabbe, ja, wir bleiben mal. Wir bleiben halt bei dem Crab. Unter 3. It's Crab. So. Ja, wir wissen, Pete hat ja immer noch die Möglichkeit, 2 blaue Ressourcen auszugeben. Das wollen wir natürlich nicht vergessen. Einen gelben, einen grünen. Und 2 blaue. Genau. Mm. Genau. Wie denn? Ja. Das funktioniert leider nicht so, wie ich es mir vorstelle. Aber dann funktioniert es schon mal so, wie man sich das vorstellt. Das habe ich gehört. Dahingestellt, ja. Das sei dahingestellt. Ja. Das ist ja sehr schön. Also ich setze schon mal 1 hier drauf, weil es gibt ja 2 Ressourcen. Das ist auf jeden Fall was Hübsches. Ja, genau, auch das ist vielleicht ganz nett zu wissen. Dieser Cube ist jetzt einmal blau, einmal grün, nicht genau. Oder? Das ist sozusagen ein Und. Ganz wichtige Geschichte. Ja.
Ja, beide irgendwie sexy. Wir sind auch, ich wollte gerade sagen, gar nicht so weit von der Zwischenwertung entfernt, aber lasst euch nicht irritieren, wir fahren hier außen lang. Ja, genau. Also das ist ab und zu mal ein bisschen schwieriger zu sehen, und vor allen Dingen hier oben, wenn sie zwischen diesen Karten lang fährt. Ja, also wir sind schon sehr genau, ne? Wir wollen jetzt nicht am schnellsten durch die Inseln ran, wir wollen ja viele Sachen. Wir haben auch Zeit. Du hast deine Cubes da eingesetzt. Ich gehe natürlich ich auch. Ich habe ja, erinnert ihr euch, jetzt nur Endgame-Karten, könnte man sagen, also nur Karten, die ich nachher für die Welt, die jetzt jedenfalls keine Ressourcenkarten. Ich gehe natürlich auch mal hier raus. Ich bin ja doof. Dann habe ich jetzt zwei Quallen, du bist doof, ach, erzähl noch nicht. Zwei Quallen, ein Grün, zwei Quallen, ein Grün, und dann würde ich gerne noch zwei Quallen, dann gehe ich nochmal hier raus. Zack. Übrigens war ich super nett, ne? Ich habe was Schönes gebaut mit zwei Ressourcen. Du hast so einen komischen Pumpelkäfer da. Ne, ich fange halt klein an mit ja, klein. Ich kann halt nicht gleich mit ja, so einem ja, ich kann nicht Durchbruch. Gleich so ein Weenie. Ja? Du bist auch nur am Meckern. Ah, gar nicht. Ich will dich nur ein bisschen. Oh, Alter, wie heißt die Schlange? Ist auch schon wieder. Okay, ja, lassen wir das. Mal das ist ja jetzt mal dahinter selber hingestellt. Auf einmal ist es man nur kriegt noch die, da. Man kriegt die Punkte nur, wenn man das auch richtig aussprechen auf kann. Auf einmal ist es nur dahingestellt. Pete ist dran, ja, und Pete hat eigentlich ja, alles, einiges an Ressourcen. Ja, die Problematik ist, alles braucht Gelb. Alles braucht Geld, aber immerhin hast du ja zwei Cubes auf Gelb liegen, zwei Federn, ne? Also, ich finde jetzt gar nicht mal, dass du da so rumjammern solltest. Lass mich doch jammern, du kennst du mich doch. Du könntest ja sogar, ach, drei Gelb, ja, so eine Möwe, mein Gott, guck mal, so was? Eine Dreier-Möwe nachher. Du hast ja schon drei Quallen, du musst noch einen Cube auf Gelb haben, dann kannst du dir so eine Möwe holen. Die große da? Ja, guck mal, die kannst du denn hier hinsetzen. Blau von hier und Gelb von da. Ach, die Möwe. Ja, die Möwe, ja, das andere sieht aus wie eine Taube, Mann. Mann! Und das ist, da oben ist ein Pinguin, also... Es gab nur eine Möwe. Ja, aber ich finde Krabben viel cooler. Krabben? Ja, also Crabs, ja, Krabbensalat. Du mach willst jetzt hier. Schon eine Krabbe bauen? Ich versuche mal eine Krabbe zu bauen. Okay. Und zwar baue ich die hier unten. Brauche dann blau, gelb und grün. Das ist hier schon mal blau und grün. Ja. Das ist schon mal gelb. Und dann muss ich einmal brauche ich eine Ressource extra. Und die kannst du jetzt ja nur von hier oder da nehmen, ne? Die kannst du nicht von da nehmen. Da habe ich ja eh nichts, weil das dein Cube ist, übrigens. Ja. Also ich kann das hier auch mit deinen Cubes bezahlen. Du bist ja pink, ja genau. Ja, aber wenn hier auch ein Pink wäre, dürftest du nicht nehmen, weil das ist nicht angrenzend. Aber du könntest den überbezahlen mit deiner Karte. Ja, überbezahlen ist erlaubt. Ich nehme den hier runter. Fanny ist der Lack. Yeah. Dann krieg ich zwei Punkte. Hat er die sich verdient für die Krabbe? Ja, schreibt mal in den Kommentaren, ob Pietz für diese Krabbe zwei Punkte verdient hat. Kriege ich eine blaue oder eine grüne Karte? Ja, blau oder grün und wieder eine von grüne, unseren. Eine grüne, die ist diesmal ja, gucken ein uns Charakter. Mal an. Ein Charakter. Und da darf Pietz sich ein Plättchen und, genau. nehmen. Und da kann man hier sich ein Plättchen aus der Reihe nehmen und legt es in seinen Vorrat. Und alles, was im Vorrat liegt, ist am Ende ein Siegpunkt wert von diesen gehen und stelle ich sie einfach mal rein. Dann kriege ich eine Beagle und ich nehme hier diesen lieben Herrn, den finde ich nämlich auch sehr interessant. Ja, zeig uns den auch nochmal ganz kurz. Der erlaubt es mir, zwei Spezienplätze, Plättchen zu verschieben und dadurch auch andere zu überbauen. Weil das haben wir noch nicht gezeigt, aber da kommen wir dann gleich zu. Piet sammelt jetzt hier schon echt einige Karten. Das finde ich und fast und ja dann fährt die Beagle noch einen weiter. Ist jetzt am 16.09. angekommen. Da haben wir jetzt den Geburtstagskuchen endlich aufgegessen. Die Grappus. Grappus ist erforscht worden. Das hört sich ja an wie eine griechische Grappa oder irgendwie. Man weiß es nicht. Ah ja. Okay. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, auch so eine gelbe Feder da zu kriegen. Ich bin noch nicht ganz fertig. Du bist noch nicht ganz fertig. Du musst ja nachsetzen noch hier. Entweder nochmal eine Möwe, da gibt es schon auch wieder noch eine Möwe, eine andere Möwe. Ja, oder so diese Schildkröte. Ich lasse sie hier mal runterrutschen. Ich finde der Schildkröten ganz cool. Vor allen Dingen kommt denn der Hai ins Spiel. Ja. Und den Hai will ich ja eigentlich vielleicht dann doch haben. Ich nehme mal die Möwe und leg die Möwe hier rein. Ich gehe auf jeden Fall.
Jetzt, jetzt. Los. Eins, das sind ja fünf. Ich habe ja nur drei gerade. Drei, nee, vier Ressourcen habe ich. Eins, zwei, drei, vier. Ich gehe einfach mal hier und hier drauf. Hast du für Cube schon wieder? Pete, gibt es eigentlich ein Handkartenlimit? Nee, es gibt kein Handkartenlimit. Ich wollte ja nur mal sagen, Pete hat nämlich hier schon ganz viele Karten. Wenn ich Cubes einsetze, darf ich davor oder danach Personenkarten spielen. Oder wenn ich erforsche, darf ich die anderen spielen. Aber mit zwei blauen und einem gelb komme ich nicht weit, glaube ich. Gefühlt. Das ist ja eine schlaue Sache. Ich leg mal hier einen drauf und hier einen drauf. Und aus Prinzip, wie Dinge funktionieren, ja, spiele ich mal einfach. Du spielst was aus. Ja, spiele ich den Herrn hier. Zeig uns den nochmal, den Herrn, den du spielst. Der sagt, ich darf zwei Spezienteile einfach verschieben. Okay. Und was ich dann mache, ist, ich verschiebe einmal dieses Teil hier. Und zwar auf dieses. Ja. Damit nimmst du dir das? Das kann er machen, weil dieses Teil ist ein Stufe 2 genau. Plättchen. Das hat ja eine Ressource, Stufe 1, das hat zwei Ressourcen, damit Stufe 2. Kann damit dementsprechend darüber. Das nehme ich jetzt hier mal vor. Und das ist am Ende dann ein Siegpunkt wert. Und jetzt sage ich, ich muss ein zweites verschieben. Und da zeige ich euch mal einfach aus Jux und Dollerei. Oder was? Wie so ein Arschmove. Mal gucken. Nimm das Teil und schieb's halt hier auf dieses Startteil. Wenn nämlich Tokens drauf sind auf so ein Plättchen, gehen die zurück in den Vorrat des Spielers. Meine eigenen kommen einfach zurück bei den Cubes von meinen Mitspielern. Ja, die gehen auch zurück, die kriegen aber einen Siegpunkt. So ein bisschen als Ausgleich. Ne? Und was es auch ist, diese Starterteile können nicht eingesammelt werden. Die kommen nicht aus dem Spiel raus, ja. Die können, also da gibt es zwar die Punkte für und die werden auch, die Cubes gehen halt weg, aber dieses Teil bleibt auf jeden Fall da. Und jetzt kann ich es halt weiterhin irgendwo hin verschieben und ich lege das einfach mal hier. Das heißt, diesen Punkt musst du dir jetzt aber geben, ne? Damit nee, den Punkt kriege ich nicht. Ah, weil okay. Das Teil ja nicht eingesammelt ist. Ah, okay, ist. Okay. Aber die Cubes-Punkte gibt es, das meintest du. Die Cubes-Punkte und gibt es. Und diese Karte, die legt die irgendwo hin. Und hier wurde noch, glaube ich, vergessen, eine nachzulegen. Genau. Da haben wir jetzt einen netten hergezogen, wo ein Cube mehr aufs Brett kommen kann und die Beagle sich nochmal eins bewegt. Ja, bist du. Jetzt bin ich dran. Jetzt muss ich natürlich mich nochmal ein bisschen umorientieren. Das war eigentlich ganz nett von mir. Ja, das war nicht unnett. Da magst du voll recht haben. Ich guck nur mal gerade, ob ich aber drei Federn kriege ich noch nicht hin. Ich muss, glaube ich, mal. Ich gehe mal auf die Feder hier und zwei und hier. Zack. Pete. Eins und zwei. Jetzt habe ich die Möglichkeit, ist da eigentlich irgendwas cooler zu bauen? Drei Federn oder mit diesem Blatt. Vielleicht nehme ich das mit dem, was andere sind. Sechs und drei. Ah, ich bin ja, warte mal. Jetzt, wo ich das gerade sehe. Nee, das ist halt zu spät. Mein Gott. Willst du noch was machen? Ja, ich hätte den anderen Typen spielen können. Warte, den anderen Typen? Weil ich ja Cubes eingesetzt habe. Und ja. Da sagt, ich nehme einfach ja, einen Teil. Ja, nimm dir einen Teil, mach das, alles gut. Da sind ja und dann nehme ich mir hier nämlich so. Die Möwen hier raus. Du nimmst die Möwe. Und leg die hier hin. Okay, damit ist der Typ weg. Der Typ weg. Und da kommt jetzt was Neues ins Spiel. Ja. Vielleicht ist das ja auch nett, was da kommt. Eine Schildkröte lege ich hier oben mal nach. Eine Schildkröte. Und dann rutscht das hier komplett runter. Pete sammelt schon fleißig Sachen. 1, 2, 3, 4, 5. Dafür brauche ich aber 6. Das ist mir ein bisschen zu heikel, glaube ich. Aber dann überbaut Pete das nachher wieder. Vielleicht sollte ich doch nochmal das tun. 1. Das sind ja immer 2, das sind 4 Ressourcen. Mit diesen Doppelt sind es gar nicht so einfach immer. Ich gehe nochmal hier hin und hier hin. Wie kann ich die jetzt überbauen? Ah, der Pete.
Das wäre ein. Stimmt, das wäre auch ein guter Move. Da liegen jetzt jede Menge Punkte, aber wenn du das machst, dann würdest du mir auch viele Punkte geben. Hier ist grün bei. Ja. Ja, da ist grün bei. Du könntest zum Beispiel diese Möwe hier kann man bauen, die hätte ich auch schon bauen können. Ne? Warum machst du das nicht? Weil ich dachte, du machst es vielleicht jetzt. Ach so, dann mache ich das doch einfach. Mach es doch einfach mal. Ich weiß auch nicht, ob es so clever war, aber mein Plan war dann noch ein anderer. Also schwer zu sagen, ich kann das... Ich nehme einfach hier die Möwe, weil die ja 6 Ressourcen braucht. Und kann die nur hier bauen, weil ich ja von diesen beiden Cubes nehme. Einmal hier und einmal da. Das dachte ich mir. Und braucht 3 blaue, das heißt, ich muss auf jeden Fall 3 Cubes verwenden, weil in jedem blau ist. Brauche 2 gelbe, muss also die beiden benutzen. Ja, und einen hier. Dann habe ich 3 blaue und die Sachen genau bezahlt. Du bekriegst 3 Siegpunkte dafür. Yay! Darfst dir eine blaue oder gelbe Karte aussuchen. Ja, ich bleib mal bei blau. Dann gucken wir uns die gleich mal im Detail an, Bam. Was es da gibt. Okay, ich habe ein gefunden. Buch für Piet. Oder geschrieben. Und dann, was nimmst du für eine weitere Karte? Du darfst dir wieder eine von den Personenkarten auch nehmen. Ne? Ach so, da kann man Cubes verschieben. Da könnte ich deine denn hier runterschieben. Geil, Omar. Genau, einmal einen Cube verschieben, zweimal die Beagle bewegen, 2 Cubes verschieben oder einen extra Cube und die Beagle. Er ist aber auch nur, ist nicht mehr benachbart, nur, sondern wirklich verschieben. Dann kannst du also von deinen 2 Ressourcen direkt gleich hier, husch. Kleiner Mann, ich nehme mal den hier. Weil ich den ganz gut finde. Okay. Ja, jetzt würdest du zeigen mal auch nochmal kurz. Mal. Genau. Der legt mir also einen extra Cube und fährt die Beagle um 1. Apropos Beagle fährt jetzt um 2, 1-2, weil da so ein Doppelfall drauf ist. Hier gibt es eine neue Karte. Da werden jetzt einfach 2 Cubes vom Board genommen. Wenn man jetzt vom spielt, Spiel. Ja. Vom Spiel. Ich weiß nicht, ob das müssten wahrscheinlich, ist egal, ob deine oder meine. Ja, ich glaube, deine eigene nimmst du ja nicht runter. Du musst jetzt nochmal auffüllen, Pete. Ich drehe die erstmal um und man sieht, der hat halt 2 blaue und einen gelben. Und dann muss ich noch auffüllen, entweder mit einer Echse oder einer neuen Fauna. Flora und Fauna. Und einer Pflanze. Sieht irgendwie aus wie so eine komische, das scheint irgendwie auch eine Koralle oder sowas vielleicht zu sein oder so irgendwas unter Wasser. Ja, die sieht aber ganz schick aus. Okay. Und die hat jetzt die 2, das heißt die 3 geht dann nach oben und die 2 reiht sich ein. So, und wenn ihr merkt auch, also das heißt, die Großen kann man gar nicht wahrscheinlich so schnell wenn bauen. Ich jetzt auch nicht der Vollhonk wieder war, würde ich eigentlich gerne diesen Hai hier bauen. Ja, der Hai braucht, seht ihr schon, 6 blaue, 3 beliebige, gibt auch 4 Siegpunkte, 2 blaue bauen. Karten und ein. Ja, und das war letztendlich mein Plan, weil ich dachte, du überbaust dann. Und das wollte ich jetzt mal machen. Ich würde nämlich überbauen und zwar mit... nehme ich jetzt mal... Ich hatte es geplant, weil ich ja diese 2 extra kriege, aber das war ja natürlich jetzt... Was nehme ich denn? Ich nehme schon mal... Das sind jetzt ja 2 blaue und 2... So, das heißt, ich muss ja die hier nehmen. 3 blaue, 3 Blätter. Ich bezahle halt ein bisschen über, ne? Und jetzt mache ich hier nochmal 3 blaue... Also ich habe quasi letztendlich... Ich will ja nicht meckern, aber du hast hier noch einen blauen. Ah, meinst du, dass ich lieber den nehme? Ja. Außer willst du dann noch weiter? Nee, dann mache ich das so. Nee, ja, ich mache das erstmal so. Gut, dann kommen die alle zurück. Ja. Ich bekomme 4 Siegpunkte. Wurde reingelegt? Na, gar nicht. Ja, natürlich. Ja, willst du bestimmt das, die Möwe bauen. Ja, hat du er gesagt. Du hattest deine Chance. Ja, ich habe mich eigentlich auf den Hai gespart. Ja, das dachte ich auch. Dann nehme ich, nehm ich 2 blaue. Die zeigen wir euch auch schon mal, was es hier nochmal gibt. Und da gibt's ein blaues. Ich habe jetzt schon 3 blaue Bücher. Also blaue Bücher habe ich echt schon genug. Und ja, du willst den Hai bauen. Dafür kann er nicht. Ja. Und die Beagle fährt wieder um 2. Genau. 1-2, die erreiche den ersten Checkpoint am 23.09. Und am 23.09. gibt es hier die Zwischenwertung. Ah. Da ist nämlich das ist so eine sogenannte Startekarte, das heißt, die man eigentlich beim ersten Spiel benutzen sollte. Und hier ist einfach ein Siegpunkt, das heißt, wer das erreicht, kriegt den Siegpunkt. Und willst du etwa sagen, dass ich das erreicht habe? Ja, Piet? Natürlich. Ah, sehr schön, na wunderbar. Cool, ein Siegpunkt. Alter, und auf einmal, was denkt ihr, Alex ist ja so weit vorne, aber da ist raus rein ästhetisch. Da ist ein Schild dazwischen. Ist da so ein Schild dazwischen. Ja, dann wird er umgedreht.
Ja, Piet, was soll ich sagen? Der Hai war mir eine Herzensangelegenheit. Ja, ich mag schon. Ihr seht, und Stufe 4 Sachen haben keine Ressourcen. Wo es eben so geile 3 Ressourcen gab, ne, 2 Quallen und eine Feder, gibt es jetzt nur noch einen Hai zu begutachten. So scheiße ist es auch immer. Und ich darf natürlich jetzt nochmal was nachrücken und ich rück jetzt einfach mal die 3 hier nach. Flupp. So eine Echse, so ein Leguan. So eine Echse, so ein Lego. Weiß ich nicht, oder irgendwas. Du bist auch so ein Lego-Ding. Oder halt, ein bisschen ungemütlich aus. Piet, du bist... Ja, leider. Und du wolltest eigentlich gerne ein Hai... Du hättest jetzt ja auch gar kein Hai mehr bauen können. Nachdem du die Möwe gebaut hast, wäre der Hai ja nicht mehr drin gewesen. Ja, ich habe nicht gesehen, dass du so viele Ressourcen hast. Ich habe dir nicht zugetraut, dass du... Du hast mir das nicht zugetraut. Ja, ich weiß, ja, das passiert manchmal, ne? Dass man dir Dinge nicht zutraut. Ja, dann, kennst du schon? Dann holt Alex doch den Hai aus der Hosentasche. Piet, mach mal weiter jetzt. Ja, du hast von Hai und Hosentaschen geredet. Der ich Hosentaschen-Hai. Bin verwirrt. Der Hosentaschenhai. Du bist mir auch so ein Hosentaschenhai. Es ist wirklich ein interessantes Konzept, dass man die Ressourcen ja immer angrenzend nur unternehmen kann. Also wenn man zu weit verteilt ist, nützt es nichts. Wenn vor allem, weil der Hai alles blockiert. Ja, der Hai, der blockiert jetzt gerade so ein bisschen. Ne? Das ist ein Blockadehai. Ja, man will das, also in der Region will man sich auch nicht unbedingt aufhalten so lange. Wo so ein Hai ist, meinst du? Ich will jetzt mal noch, ich brauche mal ein gelbes Buch, ich brauche echt mal eine gelbe Karte. Jetzt muss ich auch langsam mal gucken, wo man gut noch Sachen unternehmen kann. Gar nicht, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Da fehlt so ein bisschen Grün. Da überall fehlt irgendwas, ist mir aufgefallen. Da. 2 Grün. Das gibt's nicht, das ist echt hart. Ja, ja, so ist es halt im Staate Dänemark. Ja, komm, jetzt hier ein und hier ein. Okay, ich setze hier ein und... Oder setze ich da... Oh, warte mal, ich guck mal nochmal. Nee, das ist ja wurscht, glaube ich. Das braucht noch mehr Grün. Setze hier ein und hier ein. Also du hast schon recht, dieser Teil ist schon recht schnell gespielt. Ne? Und aber, ja, man muss halt ich darf ja auch nicht vergessen, ich habe ja auch noch 2 blaue übrig. Dann könnte ich ja jetzt sogar, ich habe da gerade was eingesetzt, dann kann ich ja sogar. Piet, stell dir das mal vor, ich habe ja eingesetzt und wenn ich einsetze, darf ich diese Karte spielen. Dann darfst du Personenkarten spielen. Wenn du Cubes einsetzt, darfst du Personen spielen. Okay. Personen habe ich nicht, die hat leider nur Piet. Leider nur Piet. Okay, dann klingt so ein bisschen betroppelt. Dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt, hat er auf einmal. Ja. Ja, denken wir daran, Piet hatte echt noch ein paar Karten am Start. Eine, genau wie du. Aber keine Personenkarte. Vielleicht erkältet, es tut mir leid. Piet kann aber auch noch einen extra Cube einsetzen, wenn er würde wollen. Ich überlege gerade, wie ich das mache. Mir fehlt eigentlich ein Grüner, ist mir gerade aufgefallen. Ist ganz schön doof. Ein Grüner fehlt dir. Na, für die Echse fehlt mir ein Grüner. Naja, wer will denn auch so gierig sein und die Echse schon bauen wollen? Das stimmt. Wir hätten eigentlich so ein leichtes Schiffsknarren. Wir müssen uns so ein bisschen bewegen. Ja, wir sind jetzt gerade, vielleicht sind wir auch gerade am Rand. Das ist ja auch egal, was soll's. Ich kann ihn nicht ändern. Ich glaube, ich erforsche was. Und zwar... Versuche ich das hier. Aber das wollte ich doch gerne, dieses. Und zwar. Dieses seltene Unterwasserpflänzchen. Diese Karte. Piet extra. Spielt 2 Korallen, 2 blaue. Genau. Quallen, nicht Korallen. Das heißt also, ich habe schon mal die beiden blauen. Ich brauche nur einen blau und 2 beliebige. Das heißt, ich nehme dann hier einen Cube runter und hier einen Cube runter. Und dafür, Piet, darfst du dir jetzt eine neue blaue Karte nehmen? Ja, ich schicke erstmal 2 Siegpunkte, damit du mir hier nicht davonrennst. Ach, zähl doch nicht. Ich darf eine blaue Karte nehmen. Zeig uns die nochmal auch kurz, was wir da, haben. Sehen. Ah, wieder ein Cube verschieben und die Dinge fährt 2. Ja. Cubes verschieben, das kann ja mal ganz hilfreich sein. Naja, so. Ich weiß nicht, hast du das verdient? Und dann darfst du dir hier auch noch eine neue... Ich hab das ja gerade erkundet. Ja. So, hier, neue Karte. Weißt du was? Nochmal verschieben, oder weißt du was? Du wolltest mir leid, das geht ja wahrscheinlich. Ja. Oh, und hier ist eine ganz schöne.
hier gibt es nämlich ein Skalpell. Da kann man die Wertigkeit der Karten, ne, also der Siegpunkte, erhöhen. Man scheint noch ein bisschen genauer ins Detail zu gehen. Genau, und es erlaubt auch mit einer gleichwertigen Spezies eine gleichwertige zu überbauen, weil die ja dann einen höher Man könnte den Hai überbauen mit einer Viererkarte. Ja, dann hilft aber auch nicht. Plättchen umdrehen und dann fährt die Beagle wieder eins weiter. Nee, erst fährt sie eins weiter. Ja, fährt weiter. Und dann. Wieso fährst du denn zurück übrigens? Oh, Entschuldigung, du hast recht. Ah, ja, wir hatten das. Das ist ja keine Zeitmaschine. Ja, ja, zack, zurück. Da war so ein Sog. Das war diese ungünstige Strömung. Ja. Und ich habe ja jetzt immer noch zwei blaue Quallen hier, die ich benutzen kann. Das heißt, ich habe insgesamt vier Quallen. Hm. Aber so viele Quallen braucht ja kein Mensch. Ja, naja, aber die brauchen ja beliebige. Ja, ja, beliebige. Beliebige ist auch toll. Aber es braucht alles grün. Es braucht auch sehr viel grün, ja. Ein grün hast du? Ein grün habe ich, aber... Ein Grün, ich könnte eine Ameise bauen, meinst du? Ja. Vielleicht baue ich einfach mal eine Ameise. Warum nicht? A-Punkt-Meise. Warum mal nicht eine Ameise bauen, ne? Du baust sie ja nicht. Oder? Ich entdecke sie. Ne? Danke. Bauen. Ja, bauen, das stimmt. Wir sind ja nicht wir entdecken. Wir sind nicht die übergeordnete Gottheit. Ey, wir machen es so. Ein Hoch auf die Ameise. Und ein zwar Hoch auf unsere Ameise. Für ein Blatt... mir das Blatt ganz genau an und hier für einen Cube, da nehme ich halt einen Cube runter, der ist ja eine Qualle und eine Feder, also zwei Ressourcen wert, ne? Zwei beliebige an der Stelle, bekomme ich jetzt einen Siegpunkt, schließe wieder auf, darf mir eine grüne Karte nehmen und für auch eigentlich gar nicht so schlecht, nämlich zwei grüne Bücher, das heißt jetzt habe ich drei Siegpunkte, grüne Siegpunkte, und Siegpunkte, drei blaue Bücher, das heißt ich muss jetzt echt mal gelbe Bücher sammeln, damit ich vielleicht dann 15 Punkte insgesamt machen kann und die Beagle fährt eins vor und mal gucken, wie heißt denn diese tolle Ameise, jetzt zeigen wir euch auch nochmal irgendwas Camponotus planus, ja, auch genannt die gemeine Feuerameise, nicht genau. Legen wir hier wieder aufs Brett und das war's. Wie, die Beagle fährt nicht? Doch, die Beagle habe ich schon eins nach vorne gesetzt. Okay. Wir sind von hier. Ja, stimmt. Hier. Alles gut. Und ich darf jetzt noch was auffüllen. Ich darf jetzt noch was auffüllen. Ich habe da noch so ein sind Cube. Beides kleine Vögelchen. Beides also eine kleine Vögel, aber der andere ist schon ein großer also Vogel. Ist schon ein großer Vogel. Ist schon ein richtig großer Vogel. Cheap. Du, genau. Cheap, cheap, cheap. Will ich lieber diese einfacheren Sachen? Ach ja, ich gehe mal hier für diesen roten Matz. Der, Matz der rote Matz. Ach, Pete. Ja, hier ist einer. Du darfst. So bleiben, wie ich bin. Du darfst. Und auch hier schauen wir uns nochmal die Karten an, die Pete verwenden kann. Wenn er jetzt Cube einsetzt, dürfte er zwei Cubes wieder entfernen. Er dürfte einen zusätzlichen Cube einsetzen, die Beagle bewegen. Oder Cubes verschieben und die Beagle um zwei bewegen. Fies, fies, fies. Haben wir eigentlich mal im Hinterkopf, was die zweite Zwischenwertung ist? Die zweite Zwischenwertung ist, wer am meisten Cubes auf blau und oder gelben Ressourcenplättchen liegen hat. So. Wenn wir uns das jetzt aktuell mal angucken, hätte Pete ein Cube auf blau liegen und ich hätte einen Cube auf blau und gelb liegen. Ich hätte da sogar jetzt die Mehrheit. Aber das passiert natürlich erst, wenn wir hier hinten, da hinten ankommen. Mist, ich hatte gerade was als Idee. Und jetzt hast du das vergessen, meinst nee, du? Nee, aber so das ist, für einmal hat sich, auf einmal haben sich die Dinge hier auf diesem Plättchen geändert. Auf einmal? Ganz seht spontan, ihr auch, oder? Ganz spontan. Ich habe dir gesagt, diese so. Halluzinogenen Drogen sind nicht gut für dich. Du sollst nicht an jedem Frosch lecken, den du auf dem Waldboden entdeckst, ja? Aber das war eine Ameise. Die hast du mir gezeigt. Die hat mich gebissen. Das ist aber ein ganz schön starkes Gift, wenn die Ameise dich schon hier in Trance versetzt. Ja. Wie der Ameisen in der Pfeife geraucht. Der Ameisengott raucht alles der in der Pfeife. Der Ameisengott. Ah, Pete, ich brauche gelbe Karten. Du brauchst. Auf jeden Fall. Ohne das geht es nicht. Ich hab schon. Das sind zwei, drei, vier. Achso, das geht ja gar nicht.
Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Oh, das wäre eine Idee. Ich muss auch mal gerade hier gucken, was da eigentlich so abgeht. Was so abgeht? Grün, was geht denn ab? Da auch, ey. Mann, ey, warum fehlt denn da schon wieder grün? Ja, vor allen Dingen, weil wir auch noch nichts Grünes erkundet haben, so richtig. Vielleicht sollten wir das mal machen. Ich hab die Ameise ins Boot geholt. Ja, toll, mit allem Grün, was wir eh schon haben. Super, ins Boot geholt. Nein. Wer hat hier die Ameisen ins Boot geholt? Den ganzen Ameisenbaum. Wer hat hier eigentlich die Ameisen ins Boot geholt? Oh, Dotte, warum nicht? Ja? Du dachtest, damit fängt doch wieder alles an. Tja, Piet, du hast immerhin eine Schlange, meine Schlange. Ja, habe ich mir mal genauer angeschaut, ja, das stimmt. Egal, nicht so lange nachdenken und dann schaue ich mir die Krabben nochmal an. Vielleicht bringen die mich weiter in meinem Forschungsgebiet. Ich würde eigentlich da nochmal kurz nachhaken, die zwei Cubes, die du entfernen kannst, müssen die von dir sein? Nee. Die dürfen nur von dir sein. Nee. Die dürfen nur von dir sein. Die können von jedem sein. Die können von jedem, aber dann bekomme ich Siegpunkte dafür. Nein. Bist du dir ganz sicher? Also warte, ich guck doch mal nach. Gleich. Ich will ja, sonst muss ich ja gleich weinen, wenn du zwei Cubes dafür von mir hast entfernst. Du 15 Bücher. Nein. Aktuell ist es noch nichts wert. Ja, aber du arbeitest dran, habe ich gehört. Sie arbeiten dran, dass das funktioniert. Was brauche ich denn? Ach, ich müsste das schaffen. Das schafft man nicht. Ich stelle nicht da ein, ich setze ihn jetzt nochmal. Ich gucke mir die Schlange nochmal an. Und dann darfst du noch einen Cube einsetzen. Piet ein hält Cube auf jeden Fall den einsetzen. Rekord im längsten Zug dieses Spiels. Ja, natürlich. Also, wir haben so Achievements, die so? Es im Let's Play jetzt gibt. Ah, das wusste gibt ich noch es nicht. So, am Ende wird das ausgewertet. Das Coole ist aber, den zweiten lege ich dann doch wieder da. Ah, ist das ein Fuchs. Ist das ein Fuchs. Piet, möchtest du noch eine von deinen Karten verwenden? Nee, will ich nicht. Nicht noch ein Cube setzen und die warum sollte ich die denn jetzt benutzen? Die brauche ich ja später für die Wertungen. Die brauchst du später. Für die Wertungen? Naja, ich kann ja dann deine Cubes entfernen, eine einsetzen, meine noch verschieben, die Beagle fahren lassen. Du kannst aber immer nur eine Karte aktivieren. Nee. Kannst so viele Karten spielen, wie du möchtest. Eieieiei. Das heißt, die kommen dann alle als Kumpels mal vorbei. Boom. Das ist die Boygroup. Die Boygroup der Entdecker und Erfinder kommen mal vorbei. Genau, auf jeden Fall. Okay. Wie sieht's denn eigentlich gerade aus mit Blau und Grün? Blau und Grün ist irgendwie, braucht man Vierer, da braucht man Grün, viel Grün. Ja, der Haifisch, der hat zwar Zähne, aber der stört auch so ein bisschen. Ich gehe mal zwei Federn, habe ich schon zwei Federn, drei blaue. Zwei Federn, drei blaue. Was? Zwei Federn, drei blaue? Wo bist du denn? Naja, ich habe ja hier noch meine Ach so. Karte. Hm. Aber ich hätte eigentlich lieber mal was Grünes. Wäre geiler, wa? Wenn man jetzt Grün hätte, wäre richtig toll. Dafür müsste man Grün erkunden. Ja, müsste man machen. Müsste man machen. Zwei Federn und man muss grün erkunden. Ich gehe also hier rauf. Das bringt ja nichts. Ich gehe auf die Ameise. Ich gehe einfach auf die Ameise. Ich gucke mir die nochmal ein bisschen genauer an. Ein Hoch auf die Ameise. Es kann natürlich auch mal passieren, dass man keine Cubes mehr hat. Dann muss man wieder welche vom Brett nehmen. Verrückt. Die darf man denn aber auch gleich wieder neu einsetzen. Ich lege mal da einen hin. Das macht es spannend. Ich lege da einen hin und nehme ihn dann doch wieder zurück, um den da hinzulegen und dann doch wieder da hinzulegen. Und dahin. Möchtest du eine Karte aktivieren? Nein, immer noch nicht. Dann, ich muss diesen Zug einfach wieder... Siehst du gar nicht als Vorteil. Aha. Dann gehe ich hier hin. Piet, du bist... Ich vermute, du entdeckst jetzt etwas. Eine neue Vogelspezies vielleicht? Oder einen neuen Vogel? Muss ja nicht gleich eine ganze Spezies. Einen neuen Vogel? Du hast doch einen Vogel! Du hast doch einen Vogel hier! Zum Beispiel so ein Vogel mit. Keine Ahnung. Wie könntest du überhaupt? Was kannst du? Kannst du überhaupt was? Kannst du überhaupt was? Kannst du überhaupt was entdecken? Ja, kann ich.
Könnte ich schon, ja. Ich mach das mal anders. Vielleicht kannst du ja auch was entdecken und ich sehe es nur nicht. Ich kann auf jeden Fall Sachen entdecken. Achso, wegen, weil du zwei Grüne hast. Ich habe zwei Grüne. Drei Gelbe. Ich habe zwei Grüne. Ich kann echt. Ich kann, du. Ich kann du kannst was. Ich richtig. Kann sein. Ich kann so richtig, richtig, ja. Gut, gut, gut. Dann machen wir mal andere. Dann versuche ich hier mal diesen Piepmatz mir mal anzuschauen. Und zwar werde ich den hier hinlegen. Und bezahle hier also den gelben. Ja. Und zahle dann zwei grüne und zwei beliebige. Ja. Und würde den dann erkunden. Kriegst du auf jeden Fall schon mal das Plättchen dann, was darunter ist noch? Nee, krieg ich nicht. Oder? Es war ein Basisplättchen. Okay, das so, dann kriege ich zwei Siegpunkte. Grün oder gelb. Grün oder gelb. Ich mal gelb. Und ich habe. Oh ja, zeig uns das mal. Ein Fänger. Oh, zwei gelbe Ressourcen. Schon nicht sehr schlecht, schön. Ja. Dann kriege ich noch so eine Beagle-Karte. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich wüsste, welche Karte ich nehme. Echt? Ja. Was du nicht alles weißt. Ich weiß es nicht. Macht ja nichts. Ich glaube, ich nehme mal, obwohl ein Siegpunkt mehr ist, aber ich nehme mal die. So, dann wird hier neu aufgefüllt. Ein blaues Buch, aber ich wollte doch ein gelbes Buch. Du brauchst ja nicht, für mich ist ja, ich habe ja auch schon ein blaues Buch. So, dann für die Beagle ein Schritt. Ich glaube, zu der Zeit war noch nichts mit Motorboot. Kein Motorboot? Kein Motor am Boot. Es waren, ich weiß gar nicht, haben die Sklaven verwendet auf ihrem Schiff? Das wäre mal ganz, also alle, die da historisch bewandert sind, wurde die Beagle mit Sklavenkraft? Und ich habe den Mimus Parfulus. Ja, der Piet, ja. Die kleine Mimose, hat er den Mimus hier wieder entdeckt. Noch was entdeckt, was? Ein blaues Auge. Ja, genau. Guck mal da, da kommt wer angezwitschert. Du darfst, aber viele Vögel gab es da zu entdecken. Piet, was nimmst du, ein Dreier? Lass mal hier mal den Cheap. Cheap, cheap. Cheap, cheap. Okay. Und ich gehe, ich habe ja nur zwei Blätter am Stissel. Du hast nur zwei Blätter am Stissel. Aber das ist so ein bisschen überbezahlt, wa? Das fühlt sich nicht geil an. Ich glaube, denn deswegen gehe ich hier, aber dann wiederum, ich erkunde diesen Vogel hier, platziere den hier für zwei Grüne und nehme zwei Federn, bezahle quasi zwei blaue Ressourcen zu viel. 1, 2. Darf mir eine grüne oder eine gelbe? Ich nehme eine gelbe Karte und wenigstens gibt es hier schon mal ein gelbes Buch. Oh, da kriegst du mal die das Bücher, heißt, es ist also schon mal 5 Punkte. Total gemein. Ich kann doch auch lesen. Yeah. Ich will auch mal. Ja, aber es heißt ja niemand, dass ich die Bücher lese. Das hat ja niemand gesagt. Ne? Und du bist nur so klein, damit du Oma. Und dann nehme ich mir hier diese Skalpellkarte. Und die Beagle fährt. Da haben wir zwei. Beliebiges. Und die Beagle fährt weiter. Wind, Segel setzen. Und da musst du noch was aussuchen. Was und da noch genau, dann möchte ich. Auf jeden ich Fall geht das hier schon mal runter. So ein Dreiervogel oder. Ein Fisch. Ich nehme den Fisch gerne, Piet. Ich würde mal den. Du Fisch hast noch blau über, meinst du? Ja. Das wollte ich damit jetzt nicht direkt sagen, aber indirekt. Aber indirekt. Der wird umgedreht. Ist er nicht hübsch? Ah, ist schön. Ah, wollen wir nochmal gucken, ob wir den Piranga Rubra und Rubra, so von Rubinrot, das hat wahrscheinlich, alles klar. Sehr schön. Kleiner roter, der war ein schöner Versuch. So kann man das auch, der alte Hütchen-Trick, um euch das zu zeigen. Lalala, auf einmal war er da. Oh, wir sind nur noch zwei Felder von der Zwischenwertung entfernt. Verrückt, oder? Und aktuell bin ich immerhin noch gar nicht so uncool platziert. Weil du zwei Cube. Ja, das stimmt. Was brauche ich denn? Ich brauche gar nichts eigentlich. Weil was braucht man schon?
Das heißt, wenn du jetzt Cubes einsetzt, mache ich, dann könntest du die Beagle bewegen und die Zwischenwertung auslösen. Kann ich das? Ja, oder? Wenn ich das richtig sehe, Pete hat die Karte, wo die Beagle sich zwei bewegen kann und dann kann er sogar noch einen Cube. Einer reicht aber nicht. Einer reicht nicht, du musst den Zweier nehmen. Aber ich kann auch noch einen Cube einsetzen, sehe ich gerade. Ja, und deinen entfernen, wenn ich Bock habe. Nee, ich lasse das mal mit dem hier noch sein. Ich will Pete aber auch gar nicht auf dumme Gedanken bringen. Um ja, du bringst dich selber in Teufelsküche, mein Freund. In die Küche der Beagle, die wahrscheinlich so ähnlich gut war. Meinst du, dass die so schlecht war? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die ganzen Sachen, die sie da entdeckt haben, auch gleich, aber auch quasi, das war so eine Gemeinschaftsfahrt. Die haben auch ganz viele Kochrezepte entwickelt in der Zeit, nämlich aus den ganzen tollen Tieren, die dann gleich verarbeitet wurden. Aus den ganzen tollen Tieren, er hat es nochmal betont. Ich meine, es stand sehr oft Vogel auf der Speisekarte. Anscheinend. Naja, du bist mir auch so einer. Ja, guck mal, wir haben hier ganz viele Vögel, Tauben, Möwen. Am besten war der Tag, an dem es nur Ameisen gab. Kleiner Snack. Nom, 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 nom. Gab es einen kleinen Snack? Wie mache ich denn das jetzt am besten? Weiß ich nicht, Piet. Ich weiß gar nicht, bist du noch Teil des Spiels? Ja. Oder erkundest du gerade die Insel? Es macht einfach mehr Spaß. Und das Gute ist, dass Piet dann... Ich versuche eigentlich Pete ja nur zu verunsichern, dass er nicht so gut spielt wie sonst immer. Das ist eigentlich meine einzige Chance zu gewinnen. Das stimmt ist, gar nicht. Ist Trash-Talk gegenüber Pete. Naja doch, es scheint ja funktionieren, aber nicht durch sozusagen Überlegenheit strategischerweise, sondern einfach nur, um dich aus dem Konzept zu bringen. Pete, bist du dir sicher, dass du da auf den roten Vogel was legen willst? Ja, muss ich ja. Nee, ich muss nicht, aber ich würde gerne. Kannst du machen, was du willst. Dann kriege ich das Gelbe, das sind zwei zusätzlich. Ich brauche aber Grün, da ich zwei Grüne brauche. Aber man könnte natürlich auch da oben hingehen. Siehst du, habe ich doch gesagt, dass du dir da so sicher bist. Ja, du hast mich gerade auf was gebracht. Ja, siehst du, so einer bin ich. So ein cooler Typ. So ein cooler Typ. Wo, ja, da kann ich es ja wieder nicht hinbauen. Das ist ja noch der andere Faktor. Verstehst du? Nö. Ja, dann baue ich es halt nicht dahin. Verstehe ich nicht. Macht ja aber auch nichts. Macht auch nichts. Ich leg die mal hier hin. Und dann spiele ich die Karte wirklich, die du meintest. Du spielst die Karte hier. Der Mann, der zwei Biegelbewegungen und einen Cube verschiebt. Ich verschieb es mal. Was verschiebst du denn für einen Cube? Ich habe kurz drüber nachgedacht. Das heißt, jetzt, 5 Minuten später, Finde ich das ganz cool, dass du eigentlich hier hingehst. Ja. Und dann, vielleicht hilft das auch, ich weiß es nicht, fährt die Beagle hier 2-1-2 und hat den nächsten Checkpunkt erreicht. Das heißt, wir werden jetzt diese Wertung hier... Immerhin hast du wenigstens noch eine Wertung. Wenn du gar nichts hättest, würdest du auch keine Punkte Das kriegen. Heißt, Pete bekommt 4 Punkte, ich bekomme 2 Punkte. Du musst ja hier irgendwie so ein bisschen Vorsprung rausarbeiten, wenn du hier Bücher findest, bin ich... Ich finde dieses Verschieben des Cubes, das war ja so mäßig... Deswegen schmeißt du die Karte einfach gerade so raus. So mäßig toll, glaube ich. Jetzt muss ich doch nochmal ganz kurz... Aber ganz kurz. ...umdenken, ob ich da bleibe. Doch, aber ich bleibe schon dabei, dass ich hier einen Cube raussetze und hier... Es hat trotzdem ein bisschen geschmerzt, ja. Ein Fadenbeigeschmack hat es gehabt, ja. Hast du schon richtig erkannt. Habe ich richtig erkannt? Ja, dadurch, dass Pete diese ganzen Ärgerkarten hier hat. Mit ja, dafür habe ich keine Siegpunkte, das ist super. Ich will ja nur sagen, dass du mich ärgerst. Ich ärgere dich vielleicht nachher, aber bis jetzt sind es auch nur 5 Punkte mehr. Nur, hast du gerade gesagt. Ja. Hast du gerade nur gesagt? Es könnten aber noch 10 mehr werden. Du bist auch so ein Meer. Meer, ein Meer von Meer. Ein Meer von Meer? Keine Ahnung. Kann er schon was bauen? Ja. Weiß ich nicht. Er kann bestimmt irgendwas bauen. Aber will ich was bauen? Du bist immer. Du willst doch immer. Nein, ich kenne dich doch. 6, das sind ja 7 Ressourcen, das ist ja unmöglich. Das ist ja unmöglich, ich setze mal hier noch was ein. Das wären 3.
Ich muss hier nochmal was hinsetzen. Zack. Und du bist Pete. Ich bin. Ich hab Kundschaftung, aber es. Und zwar versuche ich ja diesen Fasan irgendwie zu schaffen. Zu entdecken, ja. Wir sind die ganze Zeit aus so Bauspielen, ne, wo man ja, die Dinge ja, macht. Grad, so, aber dieses einfach mal Dinge nur entdecken, die schon da waren, ist für uns natürlich auch schwierig, weil wir haben das in unserer heutigen Zeit selten. Ne? Dass genau, wir sind dass ja, wir nochmal was sehen, was kein anderer sieht. Ja, genau. Also eigentlich geht es euch so, ihr seht gerade was Grenzwertiges, was kein anderer sieht. Das müsste ich überbezahlen. Ja, Pete, überbezahlen habe ich auch. Die Ameise habe ich mir auch teuer. Nee, das war der rote Vogel, glaube ich, oder? Egal. Ja. Dann nehme ich hier noch meine Extrakarte. Oh, warte mal, das brauchst sind meine nicht. Karten. Nee, doch, aber ich finde das Fernglas so schön, ja. Pete schaut in die Luft und sieht zwei fallende Federn. Da war doch mal gerade ein Vogel. Mhm. Das heißt also, zwei sind schon bezahlt. Ja, eine Feder und ein beliebiges. Dann muss ich drei grüne zahlen. Dann nimm doch auch drei von dem. Ach ja, genau, da ist auch. Ein drei grüne, also dann ist drei grüne. Zwei. Also ein grünes, ein gelbes, ja, zwei ja, grüne, zwei Dinge und die beiden ja, Sonderteile bezahle ich hier mit. Okay. Und erforsche mir diesen Fasan. Dann kriege ich eine gelbe oder eine... Grüne. Drei Siegpunkte hast du dir die schon gegeben? Nee, habe ich noch nicht. Eins, zwei, drei. Guck mal, jetzt, das hast du doch jetzt schon ausgeglichen, die fünf Punkte, die ich eventuell mal kriege. Ach, ich darf es auch. Ah, Pete hat auch ein gelbes Buch gefunden. Charles Darwin. Pete hat jetzt ein gelbes und ein blaues Buch. Pete braucht also noch grüne Bücher. Das ist ja irgendwie sehr Dann darfst du wieder eine von diesen Karten hier nehmen. Ein blaues Buch habe ich ja schon. Ja. Irgendwie gefühlt. Beliebige Ressource. Gefühlt ist es besser, glaube ich. Das kommt, glaube ich, auch bald schon wieder zur nächsten Wertung. Du bewegst das Boot ja jetzt um zwei. Auch. Nee, bewege ich nicht. Doch, ich kann das Boot du. Noch um ein. Achso, ich bewege es jetzt noch um du zwei. Du bewegst es um zwei, weil der Vogel um zwei. Aber nimm erstmal eine Karte. Ich will gar nicht. lass uns da nach und nach das machen. Ich nehme einfach die, die ich nehmen wollte. Okay. Ah, jetzt hier seht ihr das, dass die Karte, die ich meinte, diese Spezialkarte hier, jetzt darf man auch Tiere erkunden oder erforschen, jetzt. Entdecken, die das Symbol hier haben. Ja, nee, nicht jetzt. Ja, wenn man sie hat, ja, man muss die Karte haben. Ja, du musst die Karte besitzen. Man muss sie ausspielen, um das nehmen zu können. Nee, du musst sie ablegen. Ja, sag ich ja, ausspielen. Ach so, ins Ausspielen. Naja, aus deiner Hand spielen. Gut, Pete, zwei Schritte bitte mit der Beagle. Oder ich mach's mal, du überlegst, welches Plättchen. Zack. Genau. Und der wird umgedreht und da schauen wir mal. Zwei Blätter. Coole Nummer. Coole Nummer. Sag ich da nur. Coole Nummer. Dann nehme ich mal hier den hier. Coole Nummer. So, und ich wollte doch gerade, hat sich da was verändert? Nee, verändert hat sich da nicht. Ich werde mal, ich unter Wasser ist ja auch so ein Metier von mir, ich werde hier mal den Fischi nehmen und den werde ich, denke ich, hier hinbauen. Und zwar werde ich meine Karte dafür ausspielen. Das heißt, ich habe schon mal zwei blaue. Ich nehme hiervon noch einen Cube. Das heißt, ich habe drei blaue und eine Feder. Und dann werde ich, jetzt fehlen ja quasi noch... Eine blaue? Nee, habe ich ja schon. Drei blaue und eine Feder habe ich. Jetzt fehlen quasi noch drei beliebige Ressourcen. Und die bezahle ich über, leider, weil es sind ja vier Ressourcen hier statt drei nur. Aber so ist es. Und ich bekomme einen Cube zurück und ich überbaue die Ameise. Die Ameise kriege ich also hier auch in mein noch. Repertoire. Und das Einzige, was ich daran nicht so geil finde, ist, dass ich nur eine blaue Karte kriege. Aber ich kriege erstmal drei Siegpunkte. Ja, das ein, ist zwei, so bei drei. Fischen. Ja. Wenn man unter Wasser ist, dann nehme ist ich nichts mit Erde. Eine blaue Karte, aber auch schön. Ich bekomme hier auch so eine Map-Karte. Mappe die Map. Und ich darf mir noch eine von denen hier aussuchen. Dann nehme ich jetzt mal diesen Dude, verschieben und zwei fahren.
Schieben und zwei fahren. Und die Beagle fährt jetzt um zwei. Eins, zwei. Ach du Mist. Ist damit jetzt noch ein Feld von der Zwischenwertung entfernt. Jetzt könnte ich ja sogar noch so eine Karte spielen, wa? Die ich hier habe. Du kannst nur Ressourcenkarten spielen. Ja. Hast du Cubes eingesetzt, kannst du Personen spielen. Ja, hast du keine Cubes eingesetzt, kannst du keine Personen spielen. Ja, siehst du, daran muss ich mich immer noch ein bisschen dran gewöhnen. Das mache ich nur, damit ihr das immer richtig macht. Gut, jetzt seht ihr, Karten habe ich jetzt auch wieder ein paar. Gut, Pete. Ich guck mal noch, was ich will. So ein Kiefer was oder du willst. Was willst du denn? Ach, ich glaube, ich nehme mal diese Robbe. Diese Robbe hier? Mhm. Robby Rob. Die grün-blaue Robbe. Willst du hier die Beagle auch nochmal? Ja. Oh, ein gelbes. Das heißt, du willst irgendwas erforschen, ja? Ich setze mal Cubes ein, erstmal, bevor ich was erforsche. Weil ich habe hier zwei blaue, drei blaue und ein grünes. Das reicht nicht. Drei blaue und ein grünes reicht nicht. Vor allem, weil es fünf grüne sind. Das klingt ja eigentlich ganz gut. Oh. Ach, weil es drei Grüne. Wie mache ich denn das? Pete, lass uns teilhaben. Ich setze hier mal zwei ein. Die beiden. Ich also zwei, drei. Das ist ja praktisch, dann spiele ich mal Karten. Was spielst du noch für eine Karte? Erstmal, dass ich dich cubelos bekomme. Oh nein. Da will ich jetzt trotzdem mal wissen, ob ich dafür nicht Siegpunkte kriege, sonst weine ich. So eine kleine Träne. Dann spiele ich noch den anderen hier, der mir noch einen Cube gibt und eine Bewegung. Naja, hier, Entschuldigung. Weil Pete möchte natürlich jetzt die Zwischenwertung aktivieren. Ja, er hat mich dann natürlich schön weggejagt. Geh weg, sonst, du Schuf! Aber ich hätte das sonst nächste... Also es war richtig, weil ich hätte das sonst nächste Runde ausgelöst. Das dachte ich mir fast. So wie du dich verhältst. Dann setzt so wie ich mich verhalte. Und dann fährt die halt ein, das reicht. Und mit einem hat er die Mehrheit und kriegt ganze sieben Punkte. Wenn das nicht mal... der Sieg war. Das glaube ich nicht. Ah, ich bin mir da noch nicht so sicher. Das glaube ich nicht. Aber ja, schöner Move. Und jetzt könnte ich noch. Gemeiner Move. And now to my next trick. Nein, was ist der next trick? Ja, du könntest. Ich gucke nochmal nach, ob der Siegpunkt ist, während du dran bist. Genau, ich überlege jetzt auch nochmal. Jetzt hat er, das hat Schmerz denn natürlich schon. Players with no specified observations do not get points. Was ist das? Welche Karte hast du da jetzt gerade gelesen? Das sind die Mehrheitenkarten, mit wo hier die Cubes abgebildet sind. Wenn du keine Cubes hast, kriegst du auch keine Punkte. Ja, ja, klar. Ich wollte ja nur wissen, ob die zwei, die du mir runtergenommen hast, ob ich dafür Cubes kriege durch die Karte. Ja, das dachte ich mir schon, wenn ich da keine Cubes habe. Das habe ich mir schon fast gedacht. Returning them to the owners, Punkt. Du hättest aber auch dir ja, also, na, Pete? Ja, ich hätte auch meine runternehmen können. Ja, genau. Aber wieso sollte ich das denn? Die dritte Seite in dem Buch ist geschrieben, mein Freund. Die ist richtig geschrieben. Okay, dann gehe ich mal auf diesen Fatzke hier und diesen Fatzke. Und jetzt könnte ich... Ich könnte was verschieben... Was verschieben und die Beagle fahren lassen. Dann geht's schneller vorbei, ja? Ja, dann rudern wir schneller. Ach, wisst ihr was? Ich mach das mal. Ich nehme einfach mal hier, ich verschiebe die einen Cube verschieben und die Beagle um zwei bewegen. Ja, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich nehme den hier mal runter und schieb den mal Ach so. Hier hin. So
So einer. Und dann die Beagle 2, 1, 2. Wir sind schon 17.10. angelangt. Sind schon eine Weile unterwegs. Schon über einen Monat hier. Wir sind auch, der Bart ist gewachsen. Findest du? Ein bisschen vielleicht. Jetzt kann ich die Karte wieder nicht ausspielen, oder? Das weiß ich nicht genau, Pete. Weil mir wieder was fehlt. Du, also, so das Spiel Schuss. Hat auch so einen kleinen Ärgerfaktor, wie man sieht. Rado würde wahrscheinlich das mit seiner Frau so nicht spielen. Die würden, wahrscheinlich, die würden keine Cubes verschieben. Meinst du? Keine bösen, nur gute Sachen verschieben, oder? Da sind sie doch immer sehr, dass Rado da immer sehr... Weiß ich nicht, aber das, ich schmerze, ich tue ja niemandem irgendwas an. Aber ich weiß nicht, für mich fühlt sich das schon so an, dass du mir gerade zwei Cubes... schmerzhaft entfernt hast, ich hab dann auch so die ich Rauschen gerne, die ich da Ohren. Gerne gehabt hätte. Ich leg mal Cubes auf, und zwar lege ich wieder einen hier hin. Ja, dann habe ich ja wohl einen netten Cube weggeschoben. Und leg hier einen hin. Ja. Und dann spielst bewege ich mal zwei Cubes. Aha, okay. Ja. Mal gucken, wen, was, wie. Meine weg wahrscheinlich. Ja. Ja, weg damit. Hier hast du zwei blaue. Oh, was? Zwei Blau. Blau, das Wasser findest du so toll. Du bist doch so ein Fischmensch. Ist gigantisch. Danke. Du hast damit angefangen. Danke dir, Pete. Ja, du hast gerade... Ich habe damit natürlich. Angefangen. Ich habe damit angefangen. Sag ich jetzt einfach mal. Ja, möglich. Könnte sogar stimmen. Ich glaube nicht. Okay, wenn es so ist, Pete. Dann gehe ich hier hin. Man macht dir das Beste draus. Und hier hin. Ah, ich hätte den vielleicht hoch verschieben sollen. Hätte ich den jetzt runternehmen können, um den zu überbauen. Egal. Ich, sieht aus wie so ein Pinguin. Wenn ich ehrlich bin. Hier, guck. Ja, das, ich glaube auch auf jeden Fall, dass das ein Pinguin ist. Ja. Ein Galapagos-Pinguin. Wie heißt er denn? Schwenetius mendiculus. Ja. Und da brauche ich, den werde ich hier bauen. Ja. Und brauche 5 Blätter, 3 Quallen. Das sind 3 Quallen und 3 Blätter. Ja. Und das sind nochmal 2 Blätter. Und eine Feder sogar. Ja, die Feder ist weg. Ja, die Feder ist weg, okay. Ja, der war nicht ohne. Dann kriege ich 4 Punkte. 2, 4. Und jetzt darf Piet sich aussuchen, 2 Karten zwischen Grün und Blau. Warte kurz. Mir fehlt noch ein grünes Buch. Du nimmst erstmal eine grüne Karte. Gucken wir mal, was wir hier haben. Oh, ein grünes Buch, da hat er es. Und zwei grüne. Und zwei grüne. Nicht schlecht. Habe ich doch noch eine Sammlung voll gekriegt. Ich bin ja... Ja, siehst du. Dann sag dir die das, die 7 Punkte wären... 1, 2... Werden dein Ding gewesen sein. Wenn nicht sogar noch andere Sachen da. Und dann muss ich noch was nachlegen. Eine Echse oder ein Käfer? Und jetzt werden ja meine Sachen da... Das Miese, was Piet ja gemacht hat durch diesen Move, ist, dass er diesen Bauplatz nicht mehr für mich... Also diese 4 Cubes, ja, die sind gerade voll verschissen. Also du hast... Sag mal, Mr. Haifisch. Ja? Ja, ich bin dich am Reden. Ja, aber da lagen nicht 4 Cubes von dir so rum, so nutzlos jetzt nur, gefühlt. Nur 2, mit denen ich hätte was bauen können. Ich sag dir das. Das ist kein Freund für seichte Gemüter hier. Was sagst du mir denn? Ah, dass mein Plan ruiniert wurde. Bauste. Wisst du Bescheid? Okay, Pete, jetzt geht's los. Ich hab ein bisschen Angst. Ich habe einmal tief durchgeatmet. Na komm, ich lass hier mal was Kleines spawnen. Bist du bereit, Pete? Ach nee, das könntest du gleich bauen, das wäre doof. Bist du bereit, Pete? Für meinen Move. Ich setz hier einen Cube hin und hier einen Cube. Und du bist! Grandios, oder? So macht man Züge. Zack, unter 20 Sekunden. Ja, du bist mir auch so unter 20 Sekunden. Ja, das ist mein Spitzname. Interpretationsfreiraum. Und warum bin ich denn Pete? Du wirst über 30 Punkte kriegen, Mr. Ja, es tut mir leid. Allerdings muss er dann einen Cube abgeben, hat er mir erzählt. Ja, aber das macht man ja gar nicht. Nee, den gibst du nicht ab. Ja, ich kann ja hier den grünen abgeben.
dann schmeiße ich mit Ameisen auf dich. Möwen, die ich hier habe, die werden mit Ameisen bewaffnet, sozusagen Möwen-Ameisen-Bomber. Ja, dafür war Darwin bekannt. Dass andere Forschungsschiffe, die in der Nähe waren, mit Möwen die Ameisen geschmissen haben. Nee, das ist geschichtlich nicht belegt. Pete, was machst du? Ich bin gerade am Überlegen. Legst du Cubes? Irgendwie schon. Und irgendwie auch nicht. Weil ich habe ja noch Karten, die müssen ja benutzen, die sind am Ende ja nichts wert. Ich habe also 3 grüne, 2 beliebige. Es fehlt irgendwie. Wie 3 immer, grüne? Achso, du meinst mit deinen Pete's Karten hat er ja, wenn er da, genau, er hat 2 Blätter und 2 beliebige, hat er auf jeden Fall schon mal 4 Ressourcen, die er einsetzen kann. Sphinx der Mega Go. Achso, das Plätzchen kriege ich dann. Ach, das kriege ich aber. Das ist eine gute Idee. Wenn er mir jetzt schon wieder Sachen zurück auf die Hand geben muss, dann könnte es sein, dass kurzer Sendungsfehler hier und so ein langer Piepton erscheint. Ich nehme hier so eine Echse. Eine Echse. Piet, was machst du denn? Was tust du? Eine Dreier-Echse. Das wäre natürlich jetzt der super Teil. Wenn ich das einfach mit der Hand bauen könnte, dann könnte ich das einfach darüber bauen. Das stimmt allerdings, das geht aber leider nicht. Also wenn man halt Sachen bauen kann, die nur Karten benötigen, kann man überall hinlegen. Überall angrenzend bauen. Und dann würde ich zwar 4 Siegpunkte kriegen, weil ich... Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Cube hinlege eigentlich, habe ich die Chance, das sogar zu machen, wenn du nicht baust. Ich frage mich sowieso, wieso du da noch Cubes hinlegst, wenn du diesen... Du hast das Skalpell, oder? Ja. Das heißt, du kannst den Vierer überbauen. Ja. Das heißt, du brauchst gleich eine Schildkröte. Wahrscheinlich, weil 4 blaue. Dann baue ich die mal ganz schnell. Und zwar baue ich die hier. Ist da ein Platz über? Ach, da überbaust du. Hm. Und brauche 4 grüne und... Also ich habe hier das blaue und 2 grüne. Das heißt, fehlen noch 2 grüne und 2 beliebige. Die kannst du durch deine Karte und abwerfen. Die haben hier, durch die beiden Karten, die ich habe, 2 grüne, 2 beliebige. Es könnten auch blaue sein. Das ist also ein Joker-Teil. Die gebe ich damit ab und dann kann ich das Teil bauen. Krieg mein Cube wieder. Das ist halt sehr schade. Aber so ist es. 3 Siegpunkte. 1. Na, hier komm. 2, 3. Und du musst da bitte einen raufsetzen auf die 30er Schildkröte. Machen wir doch. Ja. Damit bist du jetzt sagen und schreibe 15 Punkte vor mir oder sogar. Dann blau oder grün ziehen. Das bringt ja alles eigentlich nichts. 2 Siegpunkte so gibt es nicht. Ich kann also ein Blau und ein Grün ziehen zum Beispiel. Ne, ich kann Blau oder Grün ziehen. Dann ziehe ich Grün. Und es ist ein grünes Buch. Und dann darf ich mir eine Beagle-Karte nehmen. Ich hätte gern 2. Oh, ist das, wenn du hier fährst, ist das jetzt dann vorbei? Oder nee, bin ich du musst dran? Die Karte erreichen. Du bist nochmal dran. Oh Gott sei Dank, das wäre jetzt der Oberknaller gewesen. Dann hättest du mich erschlagen, dann wäre ich hier, flip the table. Wenn dann, auch wenn der schwer ist zu flippen. Aber ich hätte das hingekriegt. Den kriegst du hin, ja. Ich nehme dann einfach mal... Was nimmst du denn dir? Das wäre egal. Gelbes Buch. Nee. Was hast denn dir jetzt für Karten schon genommen eigentlich, Pete? Ich habe eine grüne Karte gezogen. Ja, okay. Die ein grünes Buch. Und jetzt Buch nimmst ist. Du das gelbe Buch, ja? Genau. Gucken wir hier nochmal, Pete. Fehlt aktuell mal. Hat er ein Set vollständig. Ja. Und dann fährt die Beagle 2, das haben wir schon gemacht. Hier gibt es eine der schönsten Karten im Spiel. Zeig uns die nochmal im Detail. Das ist nämlich ein schönes Boot. Das heißt, ich kann eine Karte angrenzend irgendwo bauen. Ich kann eine Karte irgendwo bauen und kann von irgendwo Cubes nehmen. Damit man nicht das... Ja, das ist cool. Das ist halt super. Das stimmt. Aber jetzt gefühlt zu spät. Ja, das Boot... Naja, aber wir brauchen ein Boot, um an Land zu kommen. Die Reise ist gleich beendet. Ja, ich verstehe. Ich verstehe, was du sagen möchtest. Und dann dreht sich das hier um. Dumm, die dumm, die dumm. Nicht schlecht. Ich, Pete, ich möchte diesen Pipi-Matzi hier bauen. Das geht aber nicht. Das geht aber nicht. Ey, das geht, aber weißt du, warum das nicht geht? Ich habe das nämlich von hier nicht gesehen. Ich dachte nämlich, dass dieses Symbol das Symbol, wie das ist.
Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich war fest der Überzeugung, dass das ein Joker-Symbol war. 7 Joker-Dinger. Hab mich schon so toll gefreut. Aber ich werde die Schwierigkeiten, ja, ich weiß. Aber der Clou bei diesem Teil wäre ja gewesen, ich hätte nochmal 2 gelbe Karten gezogen. Das heißt, die Chance, dass ich vielleicht noch gelbe Bücher gekriegt hätte, das wäre eigentlich. Das ja, du musst das nicht beenden. Naja, doch schon. Also, ich habe keine Karten. Ich habe nur diese Cubes da. Meinst du, du kannst es nicht beenden? Du kannst es nicht beenden? Nee, ich hab nichts, womit ich es beenden könnte. Das heißt, ich könnte nochmal... Aber 7 gelbe kriegst du halt 7 nicht. Nee, ich kriege aber... Nee, aber ich kriege ich 5? Nee, was da oben sind? 5 gelbe kriege ich auch nicht. Nee, ich glaube, ich muss einfach diese Schildkröte nehmen. Ich krieg nicht 7 gelbe, genau. Naja, wenn ich das 2 Runden lang machen würde, dann ich würde jetzt was platzieren. Ja, du schaffst halt hier und hier kriegst ein gelbes, aber es reicht nicht. Obwohl, du bist... Dann würde ich runternehmen nochmal, aber dann vermasselst du wieder irgendwas. Nächste Runde kann ich auf jeden Fall bauen. Ja. Also ich lege halt, weiß ich nicht, zum Beispiel hier und hier hin. Ja. Und dann kann ich die Echse bauen. So. Die mir dann, ich will ja ein blaues Ding. Ach, scheiße, bin ich bescheuert. Ach, Pete, ich bleib einfach. Ich baue einfach die Schildkröte hier, ja. Nehm die runter, das sind quasi 4 Blätter, ja. Sogar auch noch 4 gelbe und dann nehme ich jetzt hier die 4 blauen runter. Dann spiele ich mein Skalpell, damit es quasi eine 5er Schildkröte wird. Und ich muss diese Karte spielen, weil ich habe die Schildkröte aus diesem Bereich genommen. Ja. Und dann kann ich jetzt die 5 Siegpunkte hier 1, 2, 3, 4, 5 auch nehmen. Überbauen. Ich kriege den Pinguin. Also die Frage ist ja, guckt man tiefer oder nimmt man das da drunter mehr auseinander, damit es kleiner wird? Ja, das ist eine gute Frage. So, diese Cubes kommen hier in meinen Vorrat zurück. Jetzt darf ich noch eine blaue oder eine grüne Chance. Ne, 2. Ja. Ich nehme mal hier noch eine grüne Karte. Das ist nochmal so eine Karte. Mhm. Und dann nehme ich jetzt nochmal eine blaue. Das ist nochmal ein blaues Buch. Ja, aber leider, das mit dem gelben... wäre es gewesen. Die Biegel fährt 2-1-2. Damit ist der Spaß zu Ende. Und ich, nur mal für mein Gewissen, 2 Bücher. Hätte ich so eine kackgelbe Karte noch gekriegt, dann hätte ich 10 Punkte mehr gehabt. Ja. 10 Punkte mehr. Das wäre dann, dann wäre ich bei 31 gewesen. Ja. Nee, wir also, weiter. Du hättest ja, plus 5 hätte ich ja dann noch. 36. Insgesamt. Aber du hast ja auch nochmal 5 Punkte mehr. Ah, also, schade. Hätte ich eine gelbe. Ich konnte das nicht bauen. Weil da war der Platz vom Platz her. Ich habe geguckt, ist was mit. Nein, hätte ich nicht bauen können. Da fehlte mir blau. Du hättest doch jetzt. Hier. Du hattest doch hier die Cubes drauf. Ja. Also, wenn du die Schildkröte jetzt nochmal hier hinlegst. Ach so, weil das ist ein anderes Viech. Warte mal, nimm die mal. Also wir nehmen das jetzt, wir stellen das jetzt mal um. Hast hier deine Links und dein Skalpell, hast du hier 4 Cubes drauf gehabt. Und da waren 2 Cubes drauf. So, jetzt machst du halt den Effekt, dass du hier einen rauflegst und hier einen rauflegst. Ja, also als Beispiel, weißt du noch Cubes, legst hier einen rauf und hier einen rauf. Jetzt bin ich dran, jetzt leg ich halt hier einen drauf und hier. Und jetzt kannst du halt diese Eule bauen. Jetzt kann ich die Eule bauen. Du hast 4 gelbe, 1, 2, 3, 4. Du hast 3 grüne, sogar mehr. Ja. Und die 2 extra hast du auch. Dann gebe ich wieder Skalpell und Dings aus. Die Karte brauchst du ja nicht mal ausgeben. Ja, die nicht, stimmt. 1, 2, 3, 4, 5 gebe ich quasi aus. Ich ziehe eine gelbe, 2 Bücher. Oh, so ein Zufall. So ein Zufall. Und ich ziehe einfach nochmal eine gelbe, noch ein Buch. Okay, das wäre jetzt übergedüselt. Ich habe hier diese 2 Dinger und diese Cubes. Zählen die Cubes am Ende irgendwas? Nee, die musst du auch runternehmen. Ja, das sind... quasi 3, 4. Die Blätter habe ich damit auch schon und dann... Hast alles bezahlt. So. Nicht der Meinung. Ja, ich glaube auch.
Ja, mal gucken, Pete. Und dann? Das wäre, ja, jetzt mal mit leichtem Cheat, aber mal zu schauen. Hast du den Godmodus angeguckt? Den Godmodus, genau. Wie das immer so ist bei diesen Exploration Games. Genau. Ich habe dann nochmal, oh, guck mal. Oder hier wie bei Zelda, Breath of the Wild, schön den Turnier aufgestellt. Das heißt jetzt, Pete, du hast ein grünes, ein blaues und ein gelbes. Ich krieg halt einmal 5 Punkte. Ja. Das sind also 36 und ich kriege halt für die Teile, ich habe 4 Stück. Das kann ich hier nochmal zeigen. Ich habe 4 Stück, kriege auch nochmal 4 Punkte. Nicht schlecht. Und jetzt gucken wir nochmal bei mir hier. Ich habe 3 gelbe, 3 grüne, 3 blaue und ein gelbes. Ich habe also 15 Buchpunkte. Ja. Das heißt, ich bin bei 31, bei 36. Hier kommt so ein Cube hier hin. Und dann habe ich noch 3 mehr. 1, 2, 3. Und der Sima-Move, Pete. Der Sima-Move, dass ich hier keine Punkte gekriegt habe, weil du mich da verdrängt hast, der war gut. Und natürlich, ich hätte quasi eigentlich 10 Punkte weniger gehabt durch diesen Schildkröten-Move, weil ich hätte... Ja, aber du wolltest es einfach beenden. Ja, nee, sag mal, aber so oder so, ich habe jetzt dadurch nicht gewonnen, es wurde jetzt nur knapper. Also das an der Stelle, das war der richtige Move zur richtigen Zeit, mich rausgenommen, 7 Punkte alleine gescored. Zweit halt noch so eine Sache, ne? Das ist einfacher, vor allen Dingen, wenn man die Karten halt hält und weiß, was passiert. Zu dritt oder zu viert... auch legitim. Also. Ist es nicht ganz so einfach, aber da kommt es halt auch vor. Also da wird dann auch mit diesen Karten kurz vor so einer Wertung immer hin und her geschoben. Und das macht es halt auch so ein bisschen aus. Es gibt halt auch verschiedene Endwertungen. Es gibt halt auch für Dreier-Sets von jedem Buch oder so. Oder gibt es auch nur bestimmte Bücher sammeln? Nee, also haben wir diese Karten? Ich habe die Karten nicht mehr. Jetzt lass uns die noch mal kurz im Detail. Und zwar gibt es folgende Varianzen, die man noch machen kann. Wir haben ja also das Journal 0, das bedeutet, die haben auf der Rückseite die 0, das sind die Startkarten, wo diese drei Teile anfangen. Ja. Sehen wir auf dem Plan, ankommen. Alles klar, so, okay, ja, verstehe, ja. Das heißt also, damit da Varianz ist, wo die Startteile sind. Mhm. Wir haben dann die verschiedenen Einerteile. Eine Motte. Ja, und die halt auch so gekennzeichnet sind. Mal gucken, wann der Fokus wiederkommt. Und das ist auch noch eine Einer. Und da gibt es halt auch die meisten Cubes auf Gelb, die meisten Cubes auf Grün oder die meisten Cubes wieder um die Biegel rum, wenn das Ding gescored ist. Ja. Und dann gibt es dasselbe natürlich für die anderen Wertungen auch. Ja, da gibt es also die Startkarte, wo es einfach nur 2 Punkte gibt. Auch einfach nochmal 2 Punkte. Genau, da gibt es halt wieder und so Sachen. Verschiedene Wertungssachen, die wir hier haben. Und zwar im Punktemäßigen, weil hier sind es 5-2 oder auch 5-3, je nachdem, was es dann halt ist. Wir sehen das. Und das gibt es natürlich für die Dreier dann auch. Ja, das ist die Dreier-Etappe. Da gibt es dann natürlich für alles Mögliche. Also im einfachsten Modus kann man zum Beispiel nur Punkte, der erste, der genau, da ist, kriegt einfach nur Punkte. Das gibt dann so ein Race, da steht ja hier auch Starterkarte drauf, da seht ihr, damit sollte man das erste Spiel spielen. Und dann gibt es natürlich auch Endwertungen, die sind also die Vierer, die hinten sind. Und hier ist es halt für jedes Set von 3 Büchern aus den Farben gibt es 7 Punkte, das wären also 21. Ich hätte gar keinen. Yeah! Wir tauschen die Karte noch schnell aus. Dann gibt es Anzahl der Bücher, wenn du 5 Bücher hast. Oh, hätte ich auch gut abgeschnitten. Genau, pro Farbe wird es auch gewertet. Es wird pro Farbe gewertet? Ja, steht das da drin, obwohl das nicht angegeben ist. Und hier ist es Mehrheiten in jedem Fall. Wer die Mehrheiten hat, kriegt nochmal. Genau. Punkte. Und die 753 ist nur ein Beispiel. Das ist ja lustig. Ah, 7 Bücher. Die Leute aber es sind ja große Bücher, also es ist ja ein großer Stapel. Okay, das stimmt. Das sind die Karten, die aus dem ersten Kickstarter sind. Derzeit ist es ja, wie gesagt, auch nochmal... derzeit ist es ja nochmal auf Kickstarter, was da noch alles freigeschaltet wird und ob es da extra Karten gibt, das wissen wir nicht. Ich glaube, wir wissen schon mal, dass ein coolerer Holzmarker als dieses kleine, ist das eigentlich ein Siedlerboot? Sehen die bei Catan so aus, die Boote? Die bei den Holzbooten? Könnte das sein, dass die Holzboote so aussehen, aber ja, da gibt es auf jeden Fall schon. Es gibt, glaube ich, auch Holzschildkröten schon, das wurde, glaube ich, auch schon freigeschaltet. Und wer weiß, sind ja dann auch schon ein paar Tage vergangen, wo ihr jetzt das Video seht und der Kickstarter auch schon läuft.
Aber ja, ich denke, ich fand schon mal alleine das Artwork so und das Thema ganz nett. Jetzt kann man natürlich sagen, was habe ich jetzt vielleicht schon erwartet? Habe ich mehr Erkundung und Entdeckung irgendwie erwartet? Also das machen wir ja auch, aber ja so eher so ein bisschen abstrakt. Wir legen dieses Plättchen hin, ne? Ist jetzt nicht so, dass... Ja, wie soll ich das sagen? Also man sieht ja jetzt hier, liegt ja schon offen, was man denn irgendwie sieht oder so. Das ist jetzt nicht irgendwie überraschend. Ah, ich drehe ein Plättchen um und ah, das habe ich da jetzt gefunden. Aber ich denke, diese mit den Tieren und den Ressourcen und ich finde auch wirklich diesen Mechanismus, dass man halt angrenzend die Ressourcen runternehmen muss, den finde ich schon wirklich hier sehr nett, weil der schon sehr nette und vielleicht manchmal auch ärgerliche Momente erzeugen kann. Ja, aber das ist halt auch so dieser Gehirnzwirbel-Moment, wo man zu lange vielleicht auch überlegt, was will man wohin legen, weil nächste Runde spielt dann jemand eine Karte, dann sieht das wieder alles ganz anders aus. Aber wir haben ja jetzt auch gesehen, man sollte vielleicht auch nicht zu sehr drüber nachdenken, doch weil dann, doch Cubes verschoben werden können und so, also, aber ich denke, ist angegeben, ist es hier mit 45 bis 80 Minuten, wir haben jetzt natürlich auch noch viel erklärt und Pete ist dabei. Genau, also Pete ist nicht immer angegeben, also von Pete daher, ist der fünfte Spieler. Ja, genau. Ja, wo du sagst, fünf Spieler, das Ganze ist natürlich 2 bis 4 Spieler spielbar. Ich finde es ganz nett. Also ich finde es super. Ich finde halt diesen Mechanismus, den du schon sagst, der halt angrenzend ist, der gefällt mir sehr gut. Der ist auch im Dreierspiel sehr cool und auch im Viererspiel, weil da breitet sich das einfach mehr aus, weil die Leute einfach mehr erkunden. Ja, wir haben ja jetzt ein paar Felder auch gar nicht genutzt, ne? Richtig. Die hier hatten wir alle gar nicht genutzt. Das variiert dann, vor allen Dingen auch, wenn die Sachen verschoben werden. Da sind die Punkte auch weiter zusammen. Das sind so Endwertungen natürlich, was ziemlich cool ist mit mehr Spielern, weil die Punkte, die man hier aufteilt, teilt sich halt durch mehrere Spieler, weil die Beagle fährt immer denselben Weg. Ob nun mit 4 Spielern, 3 Spielern oder 2 Spielern, das wird nicht angepasst. Mhm. Das heißt, wenn wir halt immer ein Plättchen legen und Punkte machen und die Beagle nach vorne bewegen, dann kriegen wir natürlich mehr Punkte raus, wenn wir zu zweit spielen. Das auf jeden heißt, Fall, genau. So ja, weil wir Endwert spielen ja länger. Halt, genau, ja. So einen Endwert hat man dann, wenn man zu zweit spielt. Bei 3 Spielern endet man irgendwo zwischen 20 und 30 und bei 4 Spielern so ist das so 15 bis 25, je nachdem, wie viel die Endwertung halt sind. Und ich hatte das halt auch gesehen und ja, man erforscht es vielleicht nicht, wenn man das auf die Mechaniken runterbricht, aber eigentlich ist es schon, man erkundet halt eine bekannte Spezies, die man hat, um halt ein paar Ähnlichkeiten zu haben. Und daraus ergibt sich halt, dass man da vielleicht weiterschaut und dann was Neues halt findet auf diesen Inseln. Ja, also ich finde das Thema auch immer wieder erfrischend. So ein bisschen Erkundung und Entdeckung gibt es ja einige, aber jetzt auch nicht so übermäßig viele. Von daher den Stil und die ganzen Sachen finde ich schön. Wer da also Bock drauf hat, der soll doch nochmal sich den Kickstarter angucken. Wie gesagt, es ist nur in Englisch, aber auf den Karten, auf den Plättchen gibt es gar keinen Text. Ja. Man braucht nur einmal die Anleitung sich reinzuziehen. Und ich habe mal nachgeschaut, es sind nur $4 Shipping nach Deutschland. Das heißt also, Stimmt. Aktuell liegt es wahrscheinlich mit Shipping und dem Spiel so im normalen Pledge bei $29 dann oder so. Also genau, das ist Ganze gibt es dann unter 30 Euro wird es das Ganze dann geben. Das ist, finde ich, für dieses Spiel hier die Plättchen sind auch alle super ein legitimer Preis. Ich denke, das wird nicht, also wird ähnlich produziert. Ja. Also ich denke, da gibt es dann eher noch ein bisschen mehr als weniger von der Qualität her. Ja, On the Origin of Species. Du sagst es. Ja. Wir haben die Sachen erkundet von Montaba in Essen gefunden. Ja, nette spanische Jungs und Mädels. Ich weiß gar nicht, wie alles da hinter dem Verlag steckt. Aber das weiß ich ja auch nicht komplett. Aber der Gründer, der hatte gerade ein Geschäftsgespräch, als ich da ankam. Mit dem durfte ich mich nicht unterhalten. Aber der nette Autor, der eine von den beiden, der Farron, der hatte sich für mich ein bisschen Zeit genommen. Der hat sich erbarmt, dir sein Spiel mal ein bisschen zu stellen. Ja, auch in Essen waren sie auch ausverkauft und ich denke, es ist auch zu Recht, weil es ist ein schönes Kenner-Niveau-Spiel, wenn man das jetzt so einordnen müsste. Und gefällt mir sehr gut, kommt auch überall mit den Leuten, mit denen ich spiele, halt super an, weil es halt nicht so komplett super komplex ist. Und sich einfach so vor sich hinspielt. Ja, und ich denke vom Thema her auch mit diesen schönen Tierbildchen und ich will da jetzt gar nicht so sehr ins Klischee abrutschen, aber kann man auch vielleicht so ein bisschen einstiegsmäßig schon sehen, dass da
vielleicht Leute auch, die jetzt nicht so die Hardcore-Gamer sind, sich auch mal so an so ein Kennerspiel ranwagen, oder? So schöne bunte Tierchen und ja, so. Ja, ich hatte halt auch einen dabei, der hatte Urlaub gemacht in den Galapagos-Inseln. Ah, gesagt, guck mal, ja, und den habe ich auch gesehen und den Vogel gesehen und cool, so. Das ja. Also von daher, das kann man ist das. Ist so wiedererkennungswert, ist ja. Da halt auch bei. Das kann man das vielleicht cool. Doch auch mal auf den Tisch holen, wenn man denkt, ah ja, Mami, jetzt Papi, mal wieder Urlaub. Jetzt ja. Mal wieder Urlaub, wäre auch gut. Dem gönnen wir uns jetzt auch mit einer Tasse Kaffee. Ja. Und sagen Tschüss, danke fürs Zuschauen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Pete und Alex. Alex. Und Pete, ja, wie auch Pete immer, wir beide. Bis dahin, ciao.